Direkt an der Bahnlinie der Rätischen Bahn hat Jörg Hämmerle sein Unternehmen. Jörg, was stellst du denn hierher? Ich mache mit alten Eisenbahnschienen Wasserabläufe. Für die Bergstraßen, für die Bergbahnen, Waldwege. Die hat man früher aus Holz hergestellt? Ja, und dann schweiße ich zwei Schienen zusammen und dann gibt es die Rillen. Wenn es fest regnet, dann geht das Wasser weg, spült die Wege nicht aus. Und, glaube ich, ist auch langlebiger als Holz? Ja, ich gebe 500 Jahre Garantie drauf. Das gibt nicht jeder, das ist eine gute Sache. Darum habe ich so viele Bestellungen. Ja. Also gut zu tun, wo überall kann man die sehen? Nur in Davos oder exportierst du die auch? Ja, die kommen im ganzen Graubünden habe ich die. Und überall kommen sie, von Chicago, Los Angeles, überall. Jeder will die Eisenbahnschienen? Jawohl. Ansonsten sieht man bei dir hier auch noch viele kuriose Dinge. Der Saarländer würde sagen, Mann, was hat der Buttig? Also sieht ein bisschen unaufgeräumt aus. Was steht denn hier noch alles so rum? Ja, da ist ein Gewicht da mit einer Schelle dran. Wenn jemand etwas stillt, dann kann ich diese anziehen, bis die Polizei kommt. Das ist so eine Eisenkugel? Ja, eine schwere Eisenkugel. Dann kann er nicht wegspringen, bis die Polizei kommt. Auf deiner Jacke steht Jägersektion Davos, 100 Jahre, gehst du auch auf die Jagd? Ja, für Hirsche, Gämsen, Rehe haben wir da. Bin Jäger, Schürzenjäger und andere Jäger auch. Also vielseitig unterwegs? Ja, vielseitig, ja. Unternehmer und Schürzenjäger. Du hast dich mit Fußball beschäftigt und hast deswegen eine Tagesfrage ausgesucht, die auch mit Fußball zu tun hat. Ja, das habe ich. Das ist, wer war der letzte Deutsche, der unsere Fußballnational trainiert hat? Also, schwierige Frage. Wer war der letzte Deutsche, der die Schweizer Fußballnationalmannschaft trainiert hat? Machen Sie mit. Mit etwas Glück gewinnen Sie einen Aufenthalt in Davos. Und wenn Sie Lust haben, fahren Sie hier bei Jörg Hämmerle vorbei. Der legt Ihnen dann auch mal die Fußfessel an. Jawohl.